Dinger. Gibt es dort auch Fische? Kann man eigentlich schwimmen? Nein. Super. Jäger aber nicht schwimmen können. Das ist natürlich auch super. Aber naja. Spiel ist trotzdem cool. Auch wenn man nicht immer gleich das findet, was man eigentlich sucht. Aber das ist der ganze Reiz ja daran. Ich hätte niemals gedacht, dass mich das Spiel irgendwie so in den Bann ziehen könnte. Da ich eigentlich aus der Rollenspielszene komme und natürlich auch ja, Guild Wars, WoW, solche Spiele spielen. Und dann, und momentan auch viel mit Diablo wieder, also Diablo 3, da ist jetzt auch der neue Patch da und dann ist das natürlich auch wieder mal ein bisschen am Laufen. Was noch? Was zocke ich denn noch? Ja, Arma 2, Days, genau. Oder ja, DayZ, wie viele auch sagen, oder DayZ und so weiter und so fort. Also das spiele ich auch. Also wenn jetzt ihr zum Beispiel mal wollt, dass ich ein Let's Play mache über DayZ, DayZ oder also Arma 2, den Mod, dann sagt mir Bescheid, dann werde ich das einfach mal machen. Dann werde ich mich extra für euch killen lassen. Und werde dann dort neu anfangen. Oder wenn einer, wenn jemand von euch einen Privatserver hat, einfach sagen, dann komme ich dahin, wenn er mir ihn zur Verfügung stellt für ein Let's Play und ja, mal schauen. Entweder verbindet ihr mich euch dann mit mir und ich werde natürlich dann auch euren Surfer mit in die Beschreibung reinpacken. Ist ja logisch. Und dann einfach mal schauen, was ihr mit mir macht. Entweder... Also ich suche ja eigentlich, was Days betrifft, immer eine Gruppe. Wo man... das vermisse ich nämlich sehr, das Gruppenspiel. Wo man einfach miteinander versucht, gegen die Zombies zu kämpfen, weil es ist ja eh schon schwer genug. Und einfach gemeinsam da durchgeht. Also ich bin jetzt nicht so ein Eco-Shooter-Freund oder ein Eco-Shooter-Spieler. Aber das Spiel, das hat schon in sich, also das macht schon Fun. Ja, da haben wir wieder Coyote. Aber ich denke halt, es macht halt noch mehr Fun, wenn man mal strukturiert vorgeht. Weil bis jetzt war ich immer auf Surfern, da hat man eigentlich noch nicht viel und dennoch wird man abgeknallt. Ja, aber hallo, was bringt das denn? Das bringt einem gar nichts. Gut, er hat eine Schachtel Schmerzmittel. Und vielleicht ein Verband. Und das war's aber schon. Das ist mir jetzt schon 6-mal passiert. Dass ich einfach auf irgendeinem Surfer war. Und die einfach, ja, die einfach drauf lauern. Leute, was bringt euch das? So ein Spiel macht doch voll viel Fun, wenn man eine Gruppe bildet und wirklich ums Überleben mit einer Gruppe kämpft. Natürlich gehört es dazu, dass man seine Sachen irgendwie beschützen will, ist ja klar. Aber das Ganze, also meiner Meinung nach ist es ausgeartet. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich das Ziel genau von dem Rocket war, dass alle aufeinander, dass niemand niemanden traut. Aber ich denke mal, wenn jetzt ich von... Ja, gehen wir jetzt mal davon aus, so was passiert in Wirklichkeit. Also ich würde meinem Freund bestimmt trauen und ich würde bestimmt mit ihm versuchen, eine Gruppe zu gründen, weil in der Gruppe ist man stark, in der Gruppe erreicht man mehr. Der eine kann das, der andere jenes. Man kann dann zusammen eine Lage aufbauen. Man kann zusammen ein Lager aufbauen, man kann dann zusammen Sachen sich zusammen farmen, für Nahrungsmittel sorgen und so, die und Wachen aufstellen, die was dann das Lager bewachen und so weiter und so fort. Aber naja, mal schauen, wie sich das noch entwickelt. Ja, was spiele ich sonst noch? Ja, ich möchte jetzt dann eigentlich mal so Let's Play machen über Diablo 3. Und ich habe mir das so gedacht, dass ich dann einfach hier mal schaue,
dass ich da dann mal schaue, einfach ja, Hardcore. Das heißt, wenn ich sterbe, bin ich tot. Und ihr bestimmt, ob ich dann einen neuen Charakter machen soll und hier weiter, also das Ganze weitergeht oder nicht. Und da meine ich jetzt nicht nur, ob das jetzt bei Diablo ist oder Torchlight 2, ist egal. Ich werde mir auf alle Fälle einen von den zwei schnappen. Wobei ich jetzt seit dem letzten Patch von Diablo 3 doch ein bisschen überrascht bin. Weil man auf einmal doch relativ gut vorankommt. Also ich hatte vor 2-3 Wochen, wo der Patch noch nicht da war, massive Probleme ja, mit meinem 60er auf Inferno. Sogar schon im Akt 1. Und da rennt ein Tier davon. Und zwar schon im Akt 1. Na toll, super. Habe ich mir gedacht, ich konnte nicht mal den Skelett für dich legen. Und jetzt, nach dem Pad, wo man sich die Monsterstärke einstellen kann, geht's auf einmal. Komisch. So. Brauch noch eine Spur von einem Wildschwein, bitte. Oder soll ich einfach mal schauen, welche Missionen ich jetzt als nächstes bekomme? Und dann einfach dort weitermachen. Halt, da haben wir einen Pilz. Pilz, den sieht man selten und den nehme ich natürlich mit. Gut. Das ist auch wieder Hundekacke vom Kojoten. Sollen wir nicht. Da ist auch wieder Kojotenspur. Oh Mann, ich will doch kein Kojoten. Aber ich will die Spur schon noch finden, also es ist mir schon noch irgendwie wichtig. So, schauen wir mal in die Richtung, genau, wir laufen jetzt in diese Richtung einfach weiter. Da kommt der Hochsitz und ich denke mal, dass wir dort in der Nähe dann schon etwas finden werden. Maultier, Hirsch, Hundekacke. Kojote. Ja. Was haben wir da? Maultierhirsch. Okay, Level 2 erreicht bei Kojoten. Ist ja auch schon mal gut. Okay, hier haben wir einen Fasan irgendwo. Ist der flüchtig? Das zieht. Ja, wenn wir schon mal hier sind. Ja, natürlich mal schauen. In welche Richtung müssen wir eigentlich? Ja, obwohl wir müssen
Nein, der ist nicht bei uns auf dem Weg. Nämlich natürlich jetzt schon weiter Richtung Hochsitz. Und schauen, dass ich jetzt irgendwo die das verwöhnte Schwein, die Spur finde. Weißwedelhirsch. Das könnten wieder Kojotenspuren sein da unten. Ne, sogar Fasan. Was bist du? Kojote. Und wieder ein Fasan. Ich möchte jetzt einfach nur von einem Wildschwein oder verwilderten Schwein die Spur finden. Ja. Auch keine. Kojote. Ach, nur Kojoten, das gibt's doch nicht. Okay, jetzt sehen wir den Hochsitz. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier dann doch mal Glück haben und die Spur eines verwilderten Schweines finden. Ja, da haben wir es. Genau, gut. Wir haben es dann abgeschlossen, diese drei Questen, die drei Missionen. Und ich werde jetzt schauen, was als nächstes kommt. Vielleicht können wir das Gebiet wechseln. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play John Myers The Hunter.
Jo, bis bald.